Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man sich Sorgen machen wollte um die AfD, ich gehöre nicht zu denen, die sich Sorgen um die AfD machen, dann würde man sich irgendwann fragen, über was wollen Sie eigentlich reden, wenn Sie nicht mehr sich an Angela Merkel abarbeiten können. Eine verfassungstheoretische Frage, ob es gut ist, im Präsidial- oder bei uns in einem Kanzlersystem eine Amtszeitbegrenzung einzuführen, ausschließlich an einer Person zu erörtern, zeigt, mit welch kleiner Münze Sie offen gesagt argumentieren. Es fällt auf, dass es Zeiten in der deutschen Politikgeschichte gab, in der Bundesrepublik, als wir sehr stark darüber geredet haben, wie wir mehr Demokratie erreichen können. Es gab Menschen, die sich an Plebisziten erfreuten, die die repräsentative Demokratie darum ergänzen wollten. Es gab Leute, die gesagt haben, wir müssen andere Formen der Teilhabe entwickeln. Und im Moment sind wir in einer Phase, wo wir nur über demokratische Beschränkungen nachdenken. Wir machen nur Gesetzesvorschläge von Ihnen, wie wir die Gesellschaft oder die Abgeordneten einschränken in ihren Möglichkeiten, demokratische Wahlen zu treffen. Und ich finde, das allein ist schon etwas bemerkenswert. Übrigens, das muss ich der linken Seite hier sagen, auch das Paritätgesetz gehört in diese Tradition. Denn auch da wird nicht gesagt, wie gewählt wird, sondern was dabei rauskommen muss. Warum eigentlich machen wir diese Einschränkungen in Demokratie und Wahlfreiheit und allgemeine Wahlrechtsgrundsätze in einer Folge? Ich glaube, das lässt tief blicken. Wenn man sich jetzt nur den Argumenten für eine Wahlzeitbeschränkung zuwendet, und dafür gibt es Argumente, denn wir alle denken natürlich bei zu langen Kanzlerschaften an die späten Jahre Konrad Adenauers. Wir denken an die späten Jahre Helmut Kohls und wir denken jetzt auch an die späten Jahre von Angela Merkel. Es ist doch im Stil nicht in Ordnung, dass ein französischer Präsident eine europäische Frage aufwirft und eine Vision für Europa entwickelt. Und er kriegt die Antwort nicht von der Regierungschefin seit vielen Monaten, sondern von einer Parteivorsitzenden. Welches Stilgefühl ist das eigentlich? Und insofern gibt es schon einige Kritikpunkte an der späten Kanzlerschaft von Angela Merkel. Wenn Sie sich Strukturen anschauen, dann stellen Sie fest, dass die Zahl der parlamentarischen Staatssekretäre in ihrer Amtszeit gigantisch gestiegen ist, um das Parlament zu disziplinieren, es zu entmachten. Man hat also starke Parlamentarier in den Bereich der Exekutive gezogen und versucht, das Parlament zu disziplinieren. Wir hatten ja 4 Jahre Bildungsurlaub. Aber als ich 2017 hier wieder hergekommen bin, habe ich mich gewundert, wie stark sich regierungstragende Fraktionen in den letzten Jahren haben selbst entmachten lassen. Wenn einer in einer Flüchtlingskrise ein kritisches Argument geäußert hat, war ja seine parlamentarische Karriere, und zwar in der Fraktion, vorbei und nicht nur in der Exekutive. Das lässt schon in der Tat relativ tief blicken. Insgesamt also kämpfen wir dafür, dass eine Gesellschaft hoffentlich mehr Frauen ins Parlament bringt, hoffentlich dafür sorgt, dass politischer Wechsel alle paar Jahre auch stattfindet und hoffentlich dafür sorgt, dass wir nicht in eine Agonie einer späten Kanzlerschaft verfallen. Denn die asymmetrische Demobilisierung, dieses Abwarten und Taktieren, das ist doch in Wahrheit der Grund, dass wir gesellschaftliche Debatten nicht mehr ernsthaft und auch im Widerspruch führen. Dieses Einschläfernde an der Politik der letzten Jahre, das ist das, was mich im Kern wütend macht, weil es die Ränder der Demokratie stärkt und die Mitte schwächt. Wir müssen erheblich über unsere Auseinandersetzungen und Fragen unserer Gesellschaft diskutieren, aber nicht durch Beschränkungen der Wahlfreiheit. Insofern bin ich gegen Ihren Gesetzentwurf. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Mahmut Özdemir.